zu einer doch sehr beachtlichen Ausstellung, über die wir sehr glücklich sind. Wir haben jetzt in der vergangenen Woche haben wir den Medienpionier Herbert W. Franke eröffnet. Das ist ein Künstler, der 95 Jahre alt hat werden müssen, um seine dritte Museumsausstellung zu bekommen. Die erste war im Jahr 1959, die zweite war 2007 und jetzt also 2022 eine wichtige Ausstellung. Herbert Franke, der ein absoluter Weltstar geworden ist, irgendwie auch durch unsere Ausstellung vor allem sich bemüßigt gefühlt, also eine dritte Etappe anzulegen. Er hat es geschafft, innerhalb von 24 Stunden 13.000 Follower zu bekommen. Das schafft nicht einmal die absoluten Topstars. Und die Rezensionen, die wir jetzt schon mitbekommen, sind einfach großartig. Es macht es absolut Sinn, sich um Menschen zu kümmern, die vielleicht schon auch ein bisschen über den Sinn geschrieben sind. Das wäre jetzt eine Frage. Jetzt ist es so, dass bei den Worten der Brüder es nicht so ist, dass das Werk nicht aufgearbeitet ist. Und so haben wir entschlossen, unsere Biografie aufzuarbeiten. Wir sind jetzt dabei, dieses Buch zu erstellen. Und ich gehe davon aus, dass es in etwa 2 Wochen verfügbar ist. Also in 2 Wochen. Das ist keine Vorgabe. Stimmt. Ja. Thematisch geht es hier um quasi drei Hauptkapitel Themen der verborgenen Zeit. Zum einen ist das das Thema Natur, das dort vorkommt. Hausdrucker hat ja in den 1970er Jahren sich an dem Verhältnis zwischen Mensch und Natur auch gearbeitet. Da gibt es zahlreiche Zeichnungen und auch Modelle, die die These nahelegen, dass das, was wir als Natur verstehen, eigentlich gerade artifiziell ist. Dass wir nämlich die Orte, die wir in Parks, unsere Grünanlagen, die wir konstruieren in der Stadt, dass das mit der eigentlichen mit Natur eigentlich wenig zu tun hat. Und diese These finden Sie oben in der Zeichnung, in der die Gruppe in den 1970er Jahren diese Konstruiertheit offen darstellt. Und Sie arbeiten sich da an einem oder einjemanden, illustriert das besonders gut, und das sind die Berge in der Stadt. Sie suchen sich nämlich die Berge aus genau diesen Bergen. Das Siegenbild für das Stetige, für etwas Unverrückbares. Und diesen Berg nehmen Sie. Als Konstruktion zeigen seine technische Gebautheit und platzieren die Berge in der Stadt. Und Sie werden ein großes Modell finden zu diesem Thema, also ein 2022 entstandenes Modell, das dieses Thema auch nochmal aufgreift. Ein zweites Thema, das auch sehr wichtig war und den von den Hausdruckern auch in den 1970er Jahren, also der Begriff eigentlich auch geprägt wurde, ist die provisorische Architektur. Und zwar haben sie damals mit temporär installierten architektonischen Objekten den Stadtraum eigentlich als Versuchsfeld benutzen, um neue architektonische Ansätze auszuprobieren und zu gestalten. Und diese provisorische Architektur finden Sie oben auch exemplarisch als gekipptes Rohr. Also das ursprüngliche Werk, das der gekippten Rohr zugrunde liegt, ist die schräge Ebene, die 1978 eben am Naschmarkt in Wien installiert war. Und ein drittes großes Kapitel der Hausdruckerzeit werden Sie oben auch finden. Das ist das sogenannte städtische Werkzeug. Das sind architektonische Elemente, die in den 1980er Jahren die meisten entstanden sind. Mit diesen Elementen bespielen Sie Räume, die, man könnte sagen, Stadträume, die problematisch sind, also Zwischenräume, die zwickeln, die entstehen, wenn alte und neue Bauten aufeinandertreffen oder wenn Verkehrsführungen umgeleitet werden, dann entstehen Plätze verlieren ihren Sinn oder entstehen Räume, die eigentlich keine Funktion haben. Und diese architektonischen Elemente sollen diesen Plätzen Sinn geben und sie damit auch wieder in die Gesamtstruktur der Stadt integrieren. Und als Beispiel dafür haben wir den Richter dort oben, auch als große Skulptur, der ursprünglich für die Umgestaltung der Universität Oldenburg konzipiert worden ist. Und da möchte ich Sie unbedingt einladen, Lauritz hat es auch vorher schon geschrieben, den Kopf in den Richter zu stecken, denn genau dafür ist er konzipiert. Es ist ein Modell 1:2. Ja. 1:2? Ja. Das ist ein Modell 1:2. Also in der Allergröße könnte man die Treppe gestalten, wenn man an deren höchsten Punkt ist. Dann würde der Trichter die Sicht so einschränken, dass man nur Himmel sieht, dass er an der metallischen Oberfläche spielt.
Und diesen Effekt können Sie gerne ausprobieren. Das funktioniert hoffentlich auch in der Nacht, wenn Sie sehen, ob das nicht stark genug ist in unserem Lichter hier. Dieses städtische Werkzeug, das eigentlich grundschulische Elemente sind, so der Übergang von der Haushockerzeit eigentlich zur Architektur. Und damit sind wir sozusagen auch schon beim letzten Kapitel, also im ersten Stockwerk dieser Ausstellung. Und da geht es um das architektonische Gebäude der Brüder. Und zwar haben sie 1987 das Architekturbüro Orten und Ordner gegründet, später Uni Baukunst. Und was Sie im ersten Vorgeschoss sehen, sind die Bauten der Brüder. Sie werden viele wiedererkennen oder einige wiederkennen. Aber Sie sehen auch Modelle von ganz rezenten Bauten, die noch in der Umsetzung sind, die Sie in Realität noch gar nicht sehen können. Auch hier beginnen wir sozusagen eigentlich mit der Ausstellung in den 70er Jahren. Was Sie als erstes sehen, ist quasi so ein Foto der Architektur, nämlich eine pneumatische Blase, die an der Dokumentarbeit von 1972 erinnert, bei Wolfe II. Auch hier wieder eine Adaption, eine neue Interpretation dieser Arbeit. Auch hier können Sie die Blase betreten und werden Ihnen das Planetar, den Sternenhimmel vorfinden. Und schlussendlich gipfelt die Ausstellung in den 10 Wegen der Architektur. Also sie kulminiert quasi in dem, was eigentlich sehen Sie hier nicht 40, sondern 50 Jahre schaffen. Stimmt. Sind 50 Jahre schaffen. Sozusagen die Erfahrung aus diesen 50 Jahren mit Haus und Bau, später auch als Architekturbüro, findet sich wieder in diesen fast sozusagen simplen 10 Regeln der Architektur, die sie sozusagen versuchen, in ihren Bauten umzusetzen. Und sie können dann auch im Zelt, also in unserer rätselhaften Sphinx, den Film betrachten und sich anschauen, wie sie das umsetzen, diese 10 Regeln. Ja, wir bleiben Ihnen zu wünschen viel Spaß. Planieren Sie durch 50 Jahre Schaffung von Orten und Ordnern. Und ja, ich übergebe das Wort an Herrn Hansen. Sehr geehrte Damen und Herren, vor allem liebe Brüder Ordner, Manfred und Arbeitsordner, es ist eine Freude und eine Ehre, dass wir in unserem Francisco Carolinum mit Ihnen diese Ausstellung machen dürfen. Wir sagen ja immer, und das stimmt auch, in der Kunst gibt es keine Grenzen, die Busgrenzen ausreizen oder darüber hinausgehen, aber da muss es eben auch zwangsläufig Künstler geben, die über die Grenzen hinausstrahlen, und das tun die Brüder Ordner ja schon seit langen Jahren mit sehr, sehr großem Erfolg.